Also auf jeden Fall dadurch, dass man sehr viel Unterricht in entweder Englisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch hat. Das hängt dann je nachdem vom Studiengang ab. Dazu halt auch, dass man Auslandssemester macht und dass man sehr viele Auslandsstudenten hier vor Ort treffen kann, sei es aus China, aus Malaga, aus wo auch immer, und man trifft einfach sehr viele Leute hier dadurch. Ich habe mein Auslandssemester in Dublin gemacht, in Irland. Ich habe dort sehr viele neue Leute kennengelernt. Ich habe mein Englisch verbessert. Ich habe dort gelernt, sage ich mal, offener zu sein. Ich musste ganz viele Präsentationen halten und ganz viele Gruppenarbeiten machen und gelernt, wie man einfach, ich habe einfach gelernt, wie man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet. Also jetzt zum Beispiel Leuten aus Frankreich, weil die einfach eine andere Arbeitskultur haben, oder aus Spanien oder aus den USA. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich gewesen. Man musste da einfach relativ viel klarkommen.